Seid ihr bereit zu dienen? Diese Frage stellt heute Bischof Hermann Glättler den beiden Ordensbrüdern, die zur Diakonenweihe im Stift Stams antreten. Einer davon ist Gregor Schwabecker. 1982 wird er im Pongau geboren. Schon mit 20 tritt er den Jesuiten bei und seit 2013 lebt er im Stift Stams. Dort arbeitet er als Lehrer. Die Diakonenweihe verändert für ihn einiges. Für mich verändert sich jetzt dadurch, dass ich zu diesem Dienst berufen bin, im Namen der Kirche, und ich damit auch die Verantwortung habe, mich noch tiefer an Christus zu binden und mein Leben an der Botschaft Jesu auszurichten und zu leben natürlich. Etwas älter ist der zweite Ordensbruder. Er hört auf den Namen Maximilian. Eigentlich wird er vor 53 Jahren aber als Michael Georg Plöchl geboren. Er hat 19 Jahre in Brasilien gelebt und ist seit 2015 wieder im Kloster St. Petersberg in Silz. Die Weihe kommt für ihn genau zum richtigen Zeitpunkt. Ist ein Schritt in meinem Leben. Mir ist es angeboten worden von meinen Oberen. Ich habe dann länger überlegt und habe dann zugesagt, weil ich gemerkt habe, dass der Herr jetzt diesen Schritt von mir will. Und es ist ein Schritt, wo es nicht um mich geht, sondern wo er mich tiefer in Anspruch nehmen will, im Dienst an den Menschen in ihren Nöten dieser Zeit. Als Diakone können die beiden Ordensbrüder predigen und das Evangelium verkünden. Sie assistieren also dem Priester in einer Messe. Außerdem leisten sie seelsorgische Dienste und begleiten Menschen. Bruder Maximilian zum Beispiel im Dienst des Gebets und Bruder Gregor in der Schule. Ja, diese Menschen, die haben doch eine große Vorbildfunktion, weil sie Menschen sind, wie wir es gesehen haben, jetzt bei der Weihe auch, die sich ganz Gott einfach hingeben wollen. Und dadurch haben sie dann auch das Vertrauen der Menschen, die dann sagen, ja, das sind Leute, die wirklich ganz Gott und den Menschen dienen wollen wiederum. Nicht? Auch der Priester ist eigentlich zum Dienst da und der Bischof ist auch zum Dienst da und der Papst erst recht. Also es ist eigentlich alles für das Volk Gottes. Gell? Alle warten auf die Weihung durch Bischof Hermann Glättler. Er übergibt den Brüdern als Geste das Wort Gottes. Empfange das Evangelium Christi. Zu seiner Verkündigung bist du bestellt. Was du liest, ergreife im Glauben. Was du glaubst, das verkünde. Und was du verkündest, erfülle im Leben. Amen. Uns erzählt er, wie das Amt des Diakons überhaupt entstanden ist. Diakone wurden eingesetzt schon von den Aposteln für den Dienst an den Tischen. Da waren Witwen zu versorgen und da gab es einen Streit. Die Apostel haben gemerkt, sie können nicht alles leisten. Deswegen sind die neuen Ämter entstanden und das waren die Diakone. Diakonenweihen werden immer seltener. Das weiß auch der Hausherr im Stift Stams, Abt German Erz. Er sieht dafür aber in den Tiroler Gemeinden viele Menschen, die gerne bereit sind, freiwillige Dienste zu leisten. Wenn ich so in die Pfarrgemeinden hineinschaue, geschieht ja oft vieles. Sei es einfach in der Pfarrgemeinde selbst, sei es im Dienst an den Flüchtlingen, wie es oft ist, sei es im Dienst an den alten Menschen, freiwillige Besuche, Unterstützung der Krankenhilfe. Also es geschieht viel, aber die Leute wollen es nicht so institutionalisiert haben. Sie tun das so, weil das Herz ihnen so sagt. Und tun sie das, haben aber dann das Gefühl, sie können jederzeit, wenn sie einmal überfordert sind oder so, das auch wieder lassen. Nicht? Im Diakonatamt ist es sozusagen institutionalisiert. Es ist dir von der Institution das mitgegeben und du bist von Gott zu diesem Dienst geweiht.
Bruder Gregor und Bruder Maximilian sind also ab sofort geweihte Diakone. Für sie ist das der erste Schritt hin zur Priesterweihe. Ein Ziel für beide in der Zukunft.